Ja, hallo, hier ist der Michael vom Kanal IW77E. In dem heutigen Video geht es von Neukirchenflühen über Mülheim an der Ruhr bis nach Brüssel. Wir haben 90% im Akku und 370 Kilometer Reichweite. Damit haben wir genug Strom im Akku für die 260 Kilometer bis nach Brüssel. Wie es mit dem Laden in Brüssel funktioniert, was man dort unbedingt gesehen haben muss, was die Fosdem ist, was der Engineering-Kiosk ist und wer ihn betreibt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bleibt dran! Bis zu unserem Hotel haben wir 230 Kilometer, 2 Stunden 44, das werden wir in einem Stück durchfahren sehr wahrscheinlich. Im Akku haben wir noch Reichweite von 370 Kilometern. Das sollte ohne Probleme hinhauen. Geplant haben wir dann in einer Tiefgarage in der Nähe des Hotels unser Auto über Nacht aufzuladen. Schauen wir mal, ob eine Nacht reicht oder ob wir zwei Nächte brauchen. Und los geht's! So, wir sind im Parkhaus angekommen. Hier soll es einige Ladestationen geben. Wir haben jetzt eine gefunden. Weiß nicht, ob die anderen sich versteckt haben. Hier ist also eine Lademöglichkeit. Dann werden wir mal sehen, mit welcher Ladekarte wir laden können. Leider habe ich erst zu Hause gemerkt, dass das Video vom Starten der Ladung mit den verschiedenen Ladekarten nicht aufgenommen wurde. Um den Ladevorgang zu starten, muss ich einige Karten ausprobieren. Gestartet habe ich mit Maingau, weil die Abrechnung über mein Encharged-Kilometerkonto erfolgt. Hat aber nicht funktioniert. Die NBW-Karte hat auch nicht funktioniert. Und EVGO auch nicht. Erst mit der Shell Recharge-Karte startete der Ladevorgang. Wie viele Kilowattstunden wir dort geladen haben, was das gekostet hat, kann ich noch nicht sagen, da nach einer Woche immer noch kein Ladevorgang in der App zu sehen war. Nachdem wir im Hotel eingecheckt hatten, haben wir uns auf den Weg in die Innenstadt gemacht, um zu schauen, ob wir da auch andere Teilnehmer der Fosdem treffen werden. Den berühmtesten Brunnen der Stadt mussten wir natürlich auch aufsuchen und davon ein Video machen. In den angrenzenden Geschäften gab es nicht nur süße Leckereien zu kaufen, sondern auch Dinge, die niemand braucht, aber hübsch anzusehen sind. Die Beleuchtung der Häuser am Grotemarkt war wirklich eindrucksvoll. Das weibliche Gegenstück zum Mannequin Piss haben wir uns natürlich auch angeschaut. Vor und in der Delirium Bar und dem Roosters haben sich sehr viele Teilnehmer der Fosdem versammelt,
um ein Schwätzchen zu halten. Die FOSDEM ist eine zweitägige Konferenz zum Thema freie Software, Open Source Software, die seit 2001 jährlich an einem Wochenende im Februar in Brüssel abgehalten wird. Der Eintritt zu allen Teilen der FOSDEM ist frei. In diesem Jahr waren mehr als 8000 Teilnehmer da. Es gab über 770 Vorträge zu allen möglichen Open Source Projekten. Details dazu könnt ihr auf der Webseite nachlesen. Den Link findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Am Samstagabend habe ich mich mit den Podcastern Andy und Wolfgang vom Engineering Kiosk getroffen. Zusammen mit weiteren 10 Hörerinnen und Hörern des seit einem Jahr wöchentlich erscheinenden Podcasts haben wir einen schönen Abend mit Essen und Bier verbracht. In dem Podcast geht es um die Themen Engineering-Kultur, Open Source, Menschen, Technologie und allen anderen Bereichen, die damit in Verbindung stehen. Den Link dazu habe ich unter das Video gepackt. Auch am Sonntag war es wieder sehr voll auf der FOSDEM mit langen Schlangen an den Foodtrucks und vor den Vorträgen. Auf der Heimfahrt haben wir das sonnige Wetter ausgenutzt und einen kleinen Abstecher zum Atomium gemacht. Wenn man schon mal in Brüssel ist, muss man das auch gesehen haben. Wir sind jetzt am Atomium in Brüssel. Einen schönen sonnigen Tag erwischt. So, nach 3,5 Stunden und 266 Kilometern bin ich mit 61 Kilometer Restreichweite zu Hause angekommen. Gestartet sind wir mit 89%. Wir haben jetzt noch 17% im Akku. So, damit sind wir am Ende von diesem Kurztrip nach Brüssel. Ihr habt gesehen, wie man in Brüssel laden kann. Ein bisschen von dem großen Open Source Event, Brüsseler Sehenswürdigkeiten und so weiter. Hat euch das Video gefallen, dann denkt an den Daumen hoch. Seid ihr noch kein Abonnent, dann drückt den Abo-Button und wollt ihr nichts verpassen, dann drückt die Glocke. Tschüss!